So. Dann müsste das Ding jetzt ja eigentlich demnächst fertig sein, ne? Aber wirklich nur noch ein paar Sachen. Ich frage mich, was die ganze Zeit jetzt machen hier, die letzten Male. Was ist jetzt hier wieder? Die muss abtransportiert werden, aber das dauert 100 Jahre. Ja, komm, weiß, haut einfach ab. Ist egal. Guck mal, da kannst du ein paar Briefe nochmal mitnehmen, ne? Für die Liebsten. Wenn man dann schon nicht die Familien hier besuchen kann. Würde mich eigentlich interessieren, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das so ist. So, da die jetzt Briefe schreiben können, ersetzt das so ein bisschen vielleicht so dieses Bedürfnis nach Familie. Ja, guck mal, da ist ja Bedürfnis Familie so. Gut, jetzt gerade eine Bewährungsanhörung, deswegen geht das natürlich nicht gerade hoch. Aber kannst du das dann dementsprechend dann auch runterregeln? Wahrscheinlich, ne? Oder ist Post auch ein Luxusgut? Beides einzeln. Würde mich mal interessieren. So. Rohrrasen wird weiter platziert. Dann können wir schon mal anfangen mit den Pflanzen. Weil jetzt dürfte es ja gehen. Ich krieg die Krise. Ich krieg einfach die Krise, ey. Nur im Außenbereich. Das ist doch Außenbereich. Oder brauche ich diesen Blumengarten dafür? Abgefunden. Wahrscheinlich haben sie die letzten paar Tage eine Uhr betrachtet. Wir können wieder problemlos. Alles klar. Das wollte ich hören. So. Da wird auch direkt durchgeballert. Sehr schön. Ihr könnt wieder arbeiten gehen und zwar eine ganze Weile. Muss ich das jetzt hier wirklich zum Blumengarten deklarieren? Ich kann das jetzt zum Blumengarten deklarieren, aber nur für die, guck mal, nur für Personal. Und jetzt kann ich? Ich hab's doch da oben auch geschafft. So, manchmal fühle ich mich wirklich ein bisschen doof in dem Spiel. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Warte, wir lassen mal kurz den Raum hier sein, sag ich mal. Mindestgröße ist ja erfüllt. Außenbereich ist ja eigentlich auch erfüllt. Die Hecken sind, ja, kann man als Wände betrachten, aber das ist auch hier nicht abgeschlossen. Hier ist ja keine Tür oder so. Ist auch kein Fundament gelegt. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich gerade zu blöd bin, hier irgendwelche Pflanzen zu setzen. Jetzt geht's auch. Na gut, never mind. Was haben wir jetzt hier? Die roten, ne? Zack. Bisschen verteilen, ne? Ist ja klar. Und ist noch nichts fertig. Kommt noch. Noch kurz abwarten. Machen wir da einfach uns ein bisschen schick hier. Guck mal, die Lampe ist auch schon an. Der steht hier einfach, wie gesagt, eine Statue vom Direktor, ne, wie sich das gehört. 35 Todesfälle, ja Mensch. Wir hatten mal echt einen Zeitpunkt, wo diese Ausrufezeichen zurückgegangen sind. Es ist so schade. So, der wird anscheinend bestraft. Beenden, Glückwunsch. Ansonsten sieht es wieder okay aus. So, Essenszeit. 89. Ich krieg die Krise in diesem Spiel manchmal. Okay, wir wissen, wo der Stress ist. Wir wissen, wo der Stress ist. Es wird wahrscheinlich hier drin sein, weil jetzt haben wir hier... Ich wollte eigentlich gar nicht noch mehr dazu holen. Die sind jetzt aus Versehen gekommen, hier diese weitere Einlieferung. Das wollte ich gar nicht. Ist jetzt passiert. Shit happens. Okay, sofort alles holen. 89 ist eine Ansage. Vor allem auch von den schweren Jungs. Guck mal, da kommt die ganze Armee an. 98. Es ist wirklich nur hier. So, wo sind die beiden Einsatzhubschrauber? Wo sind die? Hier ist einer. Alles klar. Sofort runter. Der andere ist hier. Perfekt. Auch relativ in der Nähe. Die brechen gerade aus. Die brechen gerade aus. Wenn die sich im Knast wieder verteilen, dann hauen sie auch den Stress überall hin, sage ich mal. Wisst ihr, wie ich meine? Dann verteilen sie Ärger. Das muss hier begrenzt bleiben. Wo sind die denn? Ach so, die backen hier auch fest. Na klar. Na sicherlich jetzt, wo ich sie brauche. Aber wo sind die? Ich krieg die Tür nicht mehr zu. Das ist ja unglaublich. Seht ihr das? Die haben einfach aufgehört, ihrem Befehl zu folgen. Ich verstehe das nicht. Das ist immer so. Es ist ein bisschen blöd. Es tut immer ein bisschen weh in dem Spiel, muss ich sagen. Jetzt vor allem sind die jetzt hier drinnen, wo die ganzen Häftlinge sind. Ja, geil. Genau so soll das laufen. Dankeschön. Bleiben die einfach auf der Straße stehen, wo ich hier gerade die Krise meines Lebens habe. Dankeschön. Das ging relativ schnell jetzt, aber. Wir können wieder abhauen. Oh Gott.
Gott. Aber ich dachte kurz tatsächlich bei diesen ganzen Aufständischen, dass es auch wieder woanders Stress gibt. Ich bin froh, dass es mal ausnahmsweise nicht so gewesen ist. Bewaffnet ist nichts dabei. Bewaffnete Wachen sind im Dienst. Das wird auch so bleiben. 31 Personen wurden kürzlich umgebracht. Da frage ich mich so, das können doch nicht alle Häftlinge wissen. Ein Häftling befindet sich im Aufstand, das ist okay. 85 sind in Einzelhaft. Ja gut, Surprise, ne? Bin ich mal gespannt, wie das bleibt. So, jetzt ist Schlafenszeit erstmal. Ich will sowas in der Razzia, so eine Tunnelsuche gar nicht machen, aber eigentlich muss ich's. Guck mal, sind auch nur 818 Plätze. Weil ich muss ja auch Ausbrüche eigentlich vorher, sag ich mal, vereiteln. Ich glaube, da wurde auch vorne irgendwo hier, glaube ich, wieder was geschnüffelt. Keine Ahnung. Ja, sehr viele Schnapstüten. Und da haben wir zwei Tunnel. Sagt er mir auf jeden Fall. Hier haben wir einen. Das ist noch in den Kinderschuhen. Wo ist denn das andere Ding? Ja, ich sehe aber... Wusste ich auch nicht, dass das geht, aber ich sehe den anderen Tunnel nicht. Drei Tunnel. Wo denn? Ich krieg die Symbole nicht. Hier unten habe ich das eine Symbol jetzt bekommen gehabt. Ja, sucht mal schön weiter. Aber die finden gerade nicht so viel. Das ist okay. Bisher sind halt viele Schnapstüten. Und wir suchen ja auch eigentlich nur bezüglich der Tunnel. Und seht ihr gerade, was ich sehe? Die bauen hier gerade woanders mal. Ist das wunderschön. Fünf Tunnel gefunden. Das große Tunnelgebäude beginnt wieder. Ich merke das schon. Noch ein Tunnel. Sehr strong. Ich habe erst drei Tunnel zugemacht von sieben. Auch gut. Das fühle ich doch. Na gut, aber wenn Tunnel entdeckt worden sind, dann sind ja auch die Zellen theoretisch nicht mehr bewohnbar, ne? Wird mir dann ja eigentlich auch angezeigt. Hier zum Beispiel. Ja, guck mal da. Damit die Zellen wieder bewohnbar sind. Sehr schön, Leute. Okay, ich bedanke mich. Das habt ihr sehr gut gemacht. Ist eh gleich fertig. Aber krass, krass, ne? Wie die stundenlang jetzt hier die ganzen Klos durchsuchen. Aber ich sag mal so, wie es ist, ist ja doch viele Klos, ne? Das kann man einfach mal so sagen an dem Punkt. So, bevor jetzt hier gleich wieder alle aufwachen und dann immer noch sauer sind wegen der Tunnelsuche, brechen wir die mal jetzt schon ab. In Hoffnung, dass das irgendwie dann noch wegen diesen durchsucht ist das doch, oder? Hier, 73. Gut, Häftlinge wurden kürzlich durchsucht. Aber generell, ich glaube, wenn du hier deren Zellen durchsuchst, ist das auch nicht so geil für die. Kann ich mir gut vorstellen. So, der Außenbereich ist fast fertig. Das freut mich. Auch hier, Alter, die waren ja gerade fix. Das kenne ich ja schon gar nicht mehr. So. So, ich glaube, das reicht aber auch an Pflanzen. Ein Bereich für unsere Mitarbeiter einfach. Sehr schön, das heißt, der Sicherheitsraum ist fertig. Das heißt, die untere Seite von unserem Knast dürfte eigentlich soweit fertig sein, bin ich ganz ehrlich. Wie sieht's hier aus? Kartoffeln, Zeit bis zur Ernte 11 Stunden. Das ist auch nicht mehr so lange. Wasserrohr ist geplatzt, yay! Bitte ganz schnell reparieren, danke. Zum Glück fehlt da jetzt nicht so viel Wasser, nur die unterste Reihe. Hätte wesentlich schlimmer laufen können. So, okay. Duschzeit. Jetzt stellt sich wie immer die große Frage, wie viel Stress gibt's? Immer ausnahmsweise kein. Zwei sind im Aufstand, das ist okay. Unten ist halt einer. Kümmert euch mal bitte kurz um den. Drei sind im Aufstand. Sehr schön, nur noch einer. Mal ein bisschen im Auge behalten. Ah, ich glaub's nicht. Der Zaun, der wird weitergebaut. Ich glaube es ja nicht, ey. Sehr schön. Übrigens, der Bereich ist fertig. Was machen wir hier raus? Wieder eine Dusche? Ja, Safe Call. Das heißt, wir können so langsam mal wieder neue Bauprojekte in Angriff nehmen. Meine Herren, das hat aber auch hier gedauert. So. Bam. Und die Dusche einmal schon mal kopieren. Oh, Dusche, sage ich hier. Die Kantine. Die wird natürlich auch ein bisschen Zeit kosten, aber gut. Muss, das muss. Wir müssen ja vorankommen. So. Ach, Todesfälle, jetzt nicht so geil. Da rennt jemand mit dem Taser, Leute. Ist denn einfach alles egal, okay.
Leute, wollt ihr euch den holen oder nicht so? Nicht so? Dankeschön. Übrigens, die Tore mal hier zwischen können wir weg. Die können wir gerne woanders nochmal hinbauen. Aber so mittendrin einfach so ganz random finde ich die komisch. Was wir gerne machen können, warte mal, wir können die Türen schon mal woanders hin planen. Wir können hier welche hinsetzen, an solchen Knotenpunkten. Das finde ich immer eine gute Sache. Gerne auch dahin, warum nicht? Immer hier an sowas. Ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn wir da immer dann so ein paar Türen nochmal hinsetzen. Als Zusatzschutz. Gut, hier ist das nicht vonnöten. Denke ich hier auch nicht. Random, die reißen wir ab. Da kommt schon was Neues hin. Wunderbar. Und das können wir dann auch direkt runterbauen. Because of the traditions. So. Das heißt auch, die kann weg. Die waren halt irgendwann mal, sind sie reinplatziert worden. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Aber jetzt haben wir ja mittlerweile den Knast an einer so großen Größe, sage ich mal. Das passt alles. So, der Außenzaun übrigens nochmal danke für den Kommentar. Gefällt mir auch jetzt sehr gut. Also mal, das sieht ein bisschen mehr nach Knast aus. Nicht nur eine einzige Wand und dann ist fertig. Wobei natürlich normalerweise die Häftlinge auch hier nicht hin dürfen. Apropos. So. Ich weiß, der Bereich ist unsicher. Wir kümmern uns. Es ist fertig. Ja. Wir können endlich weiterbauen. Da die beiden Kollegen. Alter, wirklich Mitarbeiter of the Year einfach. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Okay, hier ist wieder Essenszeit. Genau, ich wollte ja eben gerade eigentlich nochmal gucken, wurde ich aber abgelenkt. Das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, Leute. Ich wollte doch gerade was gucken. In dem Moment, genau an dieser Stelle. So, essenstechnisch. 37%. Der Essen geht nur noch eine halbe Stunde, ne? Brauche ich dafür Leute oder ich dir das ausnahmsweise mal alleine hin? Komm schon, bitte. Ausnahmsweise mal ohne irgendwie Hilfskräfte schaffen. Das wäre so wunderbar. Den kriegt schon irgendjemand. Ich möchte nur, dass die scheiße. Dankeschön. Endlich! Und ich sehe gerade schon wieder, ein Bandmitglied wurde bestraft. Wo bist du? Ah, da, beide Stück. Das könnte auch gerade bestimmt ein Bandenkrieg gewesen sein. Irgendjemand wird hier gerade verprügelt. Ist gut. Wir kommen jetzt mal alle runter. Über 300 sind gut genährt. I take it. Das ist sehr schön. Ja, Einzelhaft ist halt ein ganz großer Minuspunkt für uns. Da müssen wir halt warten, bis sie das ausgesessen haben. Grundlos durchsucht. Kann ich dagegen so großartig was machen? Weiß ich gar nicht. Hier wurde schon wieder was geschnüffelt. Ich habe doch vorhin fast alle Toiletten einmal durchgesucht. Aber ich glaube, in dem Bereich hatte ich alle. Bestimmt wie so ein riesiger Tunnel, weiß ich nicht, der von da ganz oben nach ganz unten geht oder so. Werde demnächst aber, denke ich, dann nochmal eine Tunnelsuche machen. Haben nur gerade 27 Wachen übrig. Ja. Schwierig. Hier ist auch langsam fertig. Können wir einmal die Außenmauer weiterbauen, damit wir da halt schon mal den Bereich komplett fertig haben. Und ich sag mal, nicht mehr dran hin zurückkehren müssen. Kannst du meinetwegen dann auch direkt abreißen, ne? Muss nicht stehen bleiben, wenn ich da durchbauen möchte. Dankeschön. Aber sehr langer Weg, ey. Oh, Junge. Na gut. So. Ja gut, Duschzeit. Dusche und Kantine ist halt jetzt gerade auf unserer Agenda ganz oben, ne? Wobei wir jetzt auch schon mal die Küche wieder hier hinsetzen können. Da können wir ganz ehrlich auch wieder in die schnelle Bauen reingehen, weil das wird halt ungefähr sowas sein, ne? Ja. So viel anders als die andere? Warte mal. Ne, sieht mir eigentlich sogar fast gleich aus. Ne, dann, komm her. Zack. Und ist noch dicht.
Ihr werdet schon das Richtige tun. Jetzt haben die wieder ordentlich was zu tun, aber wenn das hier fertig ist, von den die beiden Sachen, weil Dusche auch nicht unwichtig ist, dann können wir hier endlich Leute reinholen. Auch very important. Können wir mehr Häftlinge theoretisch empfangen. Ach ja. Was man machen kann, warte mal, Programme neu ansetzen. Sehr schön. Raum läuft auch alles soweit, denke ich. Guck mal, da kommen Leute rein, wir können besucht werden, wie sich das gehört. Und dann denke ich, damit wir mal hier ein bisschen was machen und nicht immer auf die Bauarbeiter warten, können wir dann schon mal, finde ich, den Bereich für die für den Psycho oder für den Höchstsicherheitstrakt mal planen. Also es ist ja klar, dass wir hier oben einfach expandieren müssen, ne? Weil wir das nochmal kopieren. Das können wir schon mal so vorgeplant irgendwie dahinstellen, damit wir wissen da, was wir da noch zu tun haben. Ja, speichere mal kurz. Keine Ahnung, so. Das sind 44 mal 23. 44. So. Das heißt, wir wissen, wenn wir das spiegeln, ist das hier oben so hoch. Nur als Referenz halt. Das heißt, hier haben wir noch Platz. Wobei ich ganz ehrlich bin, hier hätte ich gerne mal eine Krankenstation. Gut, Leichenhalle jetzt nicht mehr. Und einen Personalraum. Weil der letzte Personalraum ist dann wirklich einige Ecken her. Und wir haben mittlerweile so viel Personal. Damit die alle ordentlich Pause machen können, brauchen wir Platz. Das heißt, hier nochmal einen Psychotrakt unterbringen, schwierig. Das heißt, wir müssen früher oder später, wenn wir das dann hier alles zugebaut haben, glaube ich, dann den Psychotrakt hier oben ransetzen. Weil oben haben wir Platz, dann müssen wir nicht nur extra Land für kaufen. Und den Höchstsicherheitstrakt können wir da vielleicht auch irgendwo in der Ecke unterbringen, weil hier ist noch viel Platz. Das darf man nicht unterschätzen. Zumal dem der Höchstsicherheitstrakt bei uns einen Schlafsaal bekommt. Das heißt, die stecken wir da alle zusammen in einen Raum. Sparen wir Platz. Was machen wir hier? Hier können wir auf jeden Fall mal die Route beibehalten. Und auch hier die Wand, die gute alte Wand. Zack, zack. Kommt hier irgendwie Personalraum oder so hin? Wir können ja hier irgendwas mit Personalraum zuballern und hier kommen wir dann zu den Bereichen. 11. Warte mal. Die Wand muss am besten auch sofort geführt werden. Bin ich ganz early zu euch. Machen wir erstmal jetzt. Starten wir mit 10, um hier die Mitte zu finden. Hier. Das ist die Mitte. Können wir nochmal nachchecken. 11. Und dann müsste auch hier 11 sein. Genau. Machen wir hier ein paar Räume hin. Und dann können wir hier vorne. Keine Ahnung, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir den Weg hier so weiter fortführen. Der Baum ist so groß, ja. Ich überlege ja gerade was. Momentchen. Irgendwie so. So ein kleiner Eingangsbereich, so ein bisschen. Zu dem Trakt da oben dann. Why not? Ah, drei breite Wege sehen direkt komisch aus, weil ich benutze die halt eigentlich so nicht. Ich mache immer nicht sowas. So. Weiß ich ja noch nicht, ob ich das fühle. So vielleicht machen. Wir würden gerne so eine gerade. Ah, so, gefällt mir aber direkt besser. Guck mal, so können wir dann machen. Und dann hier oben ist dann der Bereich. Fangen wir erstmal mit einem Psycho-Sicherheitstrakt an, würde ich sagen. Vor allem, wir brauchen auch noch einen Versammlungsraum. Sowas in der Art halt, ne? Wobei, werden wir unbedingt neue Psychos dazu holen, neuen Psycho-Sicherheitstrakt machen? Weil ich finde den so jetzt gerade ganz schnuckelig. Ne? Schön in sich, sag ich mal, in einem System drinne. Du hast halt hier zwei Psychiater, du hast eine Dusche, Gemeinschaftsraum, Kantine, alles mit drum und dran hier. Weil es ist ein eigener kleiner Bereich hier. Möchte ich dann ungern irgendwie splitten. Dann würde ich sagen, können wir den Platz noch besser nutzen für den Höchstsicherheitstrakt hier oben. Ne, dann können wir den vielleicht sogar ein bisschen mehr gönnen. Finde ich eine gute Sache. Fakt ist auf jeden Fall, also hier oben bei der Wand muss ich einmal schauen, wie hatten wir das jetzt hier unten? Genau, hier ist dann der Zaun, der wird dann auch bleiben, ne, ist ja klar. Mit anderen Worten, hier ist die richtige Umfassungsmauer. Das heißt, den Bereich können wir nutzen und der ist schon sehr, sehr groß jetzt, das ist gut. So, dann lass mir überlegen.
Die Häftlinge kommen hier rein. Ne, werden hier reingeladen. Hier kommt ein Personalraum hin, das aber erstmal später. Gute Frage, wie fängt man denn an? Also wir wissen ja, wir brauchen eine Kantine und auch eine eigene Küche am besten. Deswegen könnten wir hier statt zusätzlich zu dem Personalraum und so auch nochmal eine Küche machen. Nur für den Höchstsicherheitstrakt, am besten hier so. Dann brauchen die Köchen hier nur rüberlaufen. Was dann ganz gut wäre, wenn die Kantine genau in der Ecke da ist. Das auf jeden Fall wird ein kompletter Komplex sein. Das heißt, hier ist kein Draußenbereich jetzt gerade in der Planung. Hier ist der Weg da rum. Und dann ist hier... Wird es wahrscheinlich eigentlich so geplant sein wie hier. Hold up! Also theoretisch würde das ja hier so aussehen. Aber halt genauso dann wie hier. Moment, da, ja. Gut, haben wir immer noch sehr viel Platz hier. Definitiv. Okay. Baum, ist, apropos Baum, bevor ich das jetzt vergesse. Wir haben ja hier Bäume abgerissen, damit wir hier was hinsetzen können. Oh, die sind noch gar nicht weg. Gut aber, dass ich hergekommen bin. Hust, hust. So.